Exenbach liegt im Herzen des Waldviertels zwischen Zwettl und Weidhofen an der Theia, inmitten einer landschaftlich äußerst reizvollen Region. Hier, einige Kilometer abseits der Hauptverkehrswege, ist die Welt im wahrsten Sinne des Wortes noch in Ordnung. Urkundlich erwähnt wird der Name Exenbach erstmals 1175, und zwar im Zusammenhang mit einem gewissen Hadmer von Ochsenpach bzw. Ochsenbeck und nicht, wie man glauben könnte, mit einem Reptil. Allerdings ist das allgegenwärtige Maskottchen der Exi längst zu einem beliebten Markenzeichen der Marktgemeinde geworden. Heute ist Exenbach Hauptort einer insgesamt 7 Katastralgemeinden umfassenden Marktgemeinde mit mehr als 1200 Einwohnern. Als Wahrzeichen gilt die Pfarrkirche. Sie ist dem heiligen Jakobus dem Älteren geweiht und ihre Geschichte geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Die ursprünglich romanische Chorturmkirche wurde allerdings mehrmals umgebaut. Verändert hat sich auch das äußere Erscheinungsbild von Exenbach. So hat sich die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten besonders um die Ortsbildpflege bemüht. Exenbach investiert aber auch verstärkt in die Zukunft, wie beispielsweise Kindergarten und Volksschule beweisen, die nach den modernsten Richtlinien gestaltet wurden. Außerdem entstanden neue Siedlungsgebiete, die besonders für Jungfamilien interessant sind. Heute ist die Gemeinde vor allem Vorreiter beim Umwelt- und Klimaschutz. Exenbach war die erste Klimabündnisgemeinde des Bezirkes Zwettl. Und bei der niederösterreichischen Photovoltaikliga konnte im Bereich der Sonnenenergienutzung ebenfalls der erste Rang im Bezirk Zwettl erreicht werden. Außerdem sind alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde und 70% der Privathäuser an das Biomasse-Fernwärmenetz angeschlossen. Die intakte Infrastruktur mit allen notwendigen Einrichtungen und zahlreichen Arbeitsplätzen machen Exenbach zu einer äußerst attraktiven Gemeinde. Größter Arbeitgeber ist der Fertighauserzeuger Hartlhaus, der etwa 280 Menschen beschäftigt und die kleine Gemeinde weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Das Werk ist eines der modernsten europaweit und liefert wirtschaftliche Impulse für das gesamte Waldviertel. Und weil Hartlhaus als Pionier der Fertighauserzeuger gilt, ist es nicht verwunderlich, dass in Exenbach auch das älteste vorgefertigte Haus Österreichs steht. Aber nicht nur darauf ist man stolz. Hier funktioniert vor allem das Zusammenleben in vorbildlicher Art und Weise. Das zeigt sich unter anderem an den zahlreichen bestens organisierten Vereinen. Dazu zählt zum Beispiel die örtliche Blasmusikkapelle, die bereits mehrfach für ihre Leistungen ausgezeichnet wurde. Die Exenbacher verstehen es aber auch vortrefflich zu feiern. Zahlreiche Großveranstaltungen werden hier regelmäßig organisiert. Eine davon ist der Kirtag mit dem darauffolgenden Nachkirtag am Montag nach dem letzten Sonntag im Juli. Gäste aus nah und fern genießen dabei die einzigartige Atmosphäre auf dem Hauptplatz. Alle 10 Jahre ist Exenbach außerdem Waldviertler Faschingshauptstadt. Mit einem umfangreichen Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen bietet die kleine Waldviertler Marktgemeinde aber auch sonst kurzweilige Unterhaltung. Und für all diejenigen, die es ein wenig ruhiger bevorzugen, sind Wanderungen empfehlenswert. Als lohnende Ziele gelten dafür das Beichtvaterloch und die Kraftplätze in der Freizeitanlage, der Erzengel-Steinkreis und der Druiden-Energieplatz. Exenbach lässt sich aber auch mit dem Fahrrad hervorragend erkunden. Für Kulturinteressierte gibt es in Exenbach einen ganz besonderen Leckerbissen. Jedes Jahr gastieren hier im Jänner die niederösterreichischen Tonkünstler und begeistern mit ihren Darbietungen jung und alt.
Vergnügliche Stunden bietet seit Generationen die Theatergruppe der katholischen Jugend mit ihren kurzweiligen Produktionen. Keinesfalls entgehen lassen sollte man sich einen Besuch des österreichweit einzigartigen Schnapsglasmuseums. Etwa 1000 Exponate vom Spätbarock bis zur Gegenwart geben hier einen eindrucksvollen Überblick über die reichhaltigen Facetten der Schnapsglaserzeugung. Zur Verfügung gestellt wurden die Schaustücke übrigens von einem Familienmitglied der renommierten Wiener Glasverlegerfirma Lobmeier. Am Ende eines Museumsbesuchs können im Verkostungsraum die Schnapsgläser sogar auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Immer wieder finden auch Glaskunstwochen statt. Dabei besteht die Möglichkeit, Künstlern bei der Herstellung von Gläsern, Vasen oder Figuren über die Schulter zu blicken, um Einblick in die Arbeit der Glasbläser zu erhalten. Exenbach hat aber auch gastronomisch einiges zu bieten. Gemütliche Gasthäuser laden zum Bleiben ein und verwöhnen die Gäste mit so manchem Schmankerl. Für Nachtschwärmer empfiehlt sich hingegen der Besuch einer der beiden Diskotheken, die sich zu Anziehungspunkten für die Jugend der ganzen Region entwickelt haben. Genauso wie die Schools Out Party auf dem Exenbacher Freizeitgelände, die am Schulschlusswochenende auf dem Programm steht und bereits Kultstatus genießt. So präsentiert sich Exenbach rundum als liebenswerte Gemeinde, die für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten etwas zu bieten hat. Das wissen mittlerweile nicht nur die Exenbacher, sondern auch immer mehr Gäste zu schätzen.